Es kotzt mich an. Wir haben inzwischen den zweiten Fall, das heißt, wir haben zwei Fälle von Personen, die im Rahmen der Pflege schwer seelisch bzw. psychisch misshandelt werden. Wir können bis jetzt immer noch nicht wirklich dingfest machen, wer hier dafür verantwortlich ist, haben den Vermieter sowie den Ex-Freund der zweiten Dame eingeladen bzw. vorgeladen. Wir ermitteln in alle Richtungen. Worum es jetzt geht, ist, dass wir zügig weitermachen und zügig zu Ergebnissen kommen, weil wenn wir einen dritten dazu bekommen, ein drittes Opfer haben, dann reißt uns hier die Decke ein. Und das kann ich nicht mehr weiter mitmachen hier. Die Frau Lange ist aus dem Krankenhaus entlassen worden, ist jetzt wieder zu Hause. Aber ich habe jetzt Fotos. Mit ihrer EC-Karte ist ja viermal Geld abgehoben worden, ne? Jeweils die 1000 Euro. Und so sieht der nette Mann aus. Eigentlich auffällig, ne? Mit seinen Tattoos am Kopf. Und hier, pass auf, ich habe auch noch hier Spinnentattoo an der Hand. Bevor die Beamten die Datenbank nach Übereinstimmungen mit dem mysteriösen Mann durchsuchen können, erscheint der Ex-Freund von Lena Hoffmann, Oliver Grimm, zum Verhör. Herr Grimm, Sie sind kein Unbekannter für uns. Körperverletzung, Körperverletzung, Raub, gefährliche Körperverletzung. Und dann haben Sie noch ein Annäherungsverbot. Halten Sie sich auch fleißig daran, dass Sie nicht vor Ort sind. Das ist mir eigentlich scheißegal, was ich da schriftlich zugeschickt habe. Uns ist nicht scheißegal, was Sie schriftlich zugeschickt bekommen haben. Wenn Sie sich daran nicht halten, können Sie in Haft für gehen. Ist Ihnen klar, ne? Ja, ich war lange nicht mehr da gewesen, aber Sie sind lange nicht mehr da gewesen? Wir waren jetzt aber da. Und wir haben Sie in einem Zustand vorgefunden, der war jämmerlich. Die wurde geschlagen. Was? Es gab dort einen Einbruch. Meiner Ex. Wo waren Sie heute Morgen? Fitnessstudio war ich heute Morgen, wie immer. Das ist immer die gleiche Zeit so. Ich habe Spätschicht, dann gehe ich mal vorher trainieren. Okay, Name vom Fitnessstudio, ich notiere mir die Nummer, ich rufe da direkt an. Wofür das denn jetzt? Weil ich Ihr Alibi überprüfe, deshalb. Also, Name Fitnessstudio. Man soll doch nochmal überlegen. Ja, Mann, ich war bei meiner Ex gewesen, aber ich bin nicht reingegangen oder gar nicht erst reingekommen. Ich war nur kurz da, ich hatte überlegt, mit dir nochmal zu sprechen. Ich liebe die Frau halt noch, ja. Aber dann habe ich mir gedacht, als ich diesen komischen, ekelhaften Typen da gesehen hab. Was denn für ein Typen? Das ist ein Fiesereck, auch Glatze, aber nicht so einer wie ich, sondern so ein richtig ekelhafter, so ein komisch tätowierter Kopf. Und da hab ich mir echt gedacht zuerst. Also kein Hübscher. Zeig mal das Foto. Können wir den Jungen hier bekannt vor? Ja. Ja? So ein hässlichen Vogel gibt's noch einmal, ja. Ist dir aufgefallen? Ja, und dann diese Spinnenscheiße, genau. Ich hab zuerst gedacht, machst ein bisschen Palaver mit dem. Ja, eben. Frauen können so schlagen. Aber wenn da irgendwie ich hab den Typ gesehen, hab ich mir gedacht, weißt du was, wenn die Alte jetzt mit so einem da umhängt, dann komm, dann scheiß doch einfach drauf. Ich bin gedacht, einfach gegangen. Nach einer Belehrung und einer weiteren Anzeige wegen der Missachtung des Annäherungsverbotes zu seiner Ex-Lena entlassen die Beamten Oliver Grimm wieder. Was macht unser Spinnenmann mit der Karte von der Frau Lange im Hause von der Frau Hoffmann? Ich will mit der Frau Lange eigentlich nochmal sprechen. Mal direkt ansprechen. Das ist ein Krach hier. Pass auf. Hier rein. Geh einfach rein. Und kommst nie wieder! Hast du mich verstanden? Hey! Was denn? Ist gut, ist gut! Ja, wie ist gut? Wer sind Sie denn überhaupt? Wer sind Sie, ist die Frage. Ich bin der Vermieter hier. Ach, Sie sind der Herr Schubert? Ja, natürlich. Sie hatten einen Termin bei uns, ne? Hatten wir das? Kommen Sie einmal mit. Nehmen Sie einmal Platz bei sich auf der Couch. Ich komme zu Ihnen, ganz in Ruhe. Sie halten sich hier unbefugt in einer fremden Wohnung auf. Ich bin der Vermieter. Ich will, dass die Frau endlich geht. Das spielt gar keine Rolle. Lesen Sie mal das Mietrecht. Ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen, beziehungsweise möchte Ihnen gerne ein paar Bilder zeigen. Kommt Ihnen dieser junge Mann bekannt vor? Ganz ruhig. Ganz ruhig, alles gut. Der Vermieter hat Ihnen aber nichts getan, ne? Es tut mir leid, dass ich Ihnen das unter die Nase reiben muss, aber ich brauche ein bisschen Ihre Hilfe. Sie müssen mir mitteilen, wer Ihnen das hier antut. Ich kann Ihnen nichts sagen. Okay. Ich habe Ihre Drohbriefe gelesen, die Sie gegenüber der Frau Lange hier abgesendet haben. Ja und? Sie brauchen echt noch mal einen Benimmkurs, ne? Sie können hier nicht nach Wildwestmanier hier Ihre Mieter peinigen und bedrohen. Das wird alles ein Nachspiel haben. Und jetzt erhalten Sie hier von mir einen Platzverweis. Raus hier. Raus! Ich möchte, dass Sie versuchen, mit uns zusammenzuarbeiten. Es ist wichtig, damit wir hier vorankommen. Es ist wichtig, damit wir Ihnen helfen können, dass Sie uns helfen. Verstehen Sie das? Aber ich kann Ihnen trotzdem nichts sagen. Sie wollen mir nichts sagen. Sie könnten schon. Ich kann Ihnen nichts sagen. Sie möchte nichts sagen. Sie müssen jetzt auf jeden Fall keine Angst mehr haben. Der ist jetzt weg, der kommt auch nicht mehr hier rein. Heike Lange schweigt. Und zwar aus Angst. So viel steht für Paul Richter und Stefan Sindera fest. Vor wem und warum? Das gilt es herauszufinden.
Lass uns auf jeden Fall die Frau Hoffmann, unser zweites Opfer, noch mal mit den Fotos konfrontieren. Ja, dann lass reinfahren. Zurück in der Einsatzkommission erfahren die Beamten eine weitere Parallele zwischen den beiden Frauen. Auch von Lena Hoffmanns Konto wurde eine große Summe Bargeld abgehoben. Im Beisein ihrer Schwester konfrontieren die Polizeioberkommissare die 32-Jährige mit den Bildern der Überwachungskamera. Können Sie vielleicht auch einmal, ich weiß, es ist schwierig und... Lena, bitte, jetzt guck dir das mal bitte an. Frau Hoffmann, ich weiß, dass das schwierig für Sie ist. Ich sehe, was hier gerade abgeht. Aber wir müssen versuchen, jetzt vernünftig zusammenzuarbeiten, damit das Ganze hier ein Ende findet. Lena, ich bin bei dir. Wenn du das... Es ist Björn Krüger. Der Mann von Gabi. Was? Ihrer Pflegekraft. Ja. Er stand vor ein paar Tagen vor der Tür. Ich wusste nur, er war ein paar Tage vorher da. Und Gabi hat ihn mir vorgestellt als ihren Mann. Ein paar Tage später stand er vor der Tür und stellt mit dem Fuß in die Tür und wollte Geld. Und dann hat er mich auch durch die Wohnung geschlagen und alles. Okay. Nervös. Hören Sie zu. Oh Gott. Ich will Sie nicht weiter belasten. Ich würde Sie jetzt einmal kurz nach draußen bitten, die Kollegin, ich möchte das gerne absprechen. Über weitere Verläufe und Abläufe werden wir Sie in Kenntnis setzen. Das haben Sie gut gemacht. Nur so machen wir es. Würden Sie einmal mir einen Gefallen tun, draußen im Flur warten, Kollege, nimmt Sie in Empfang. Das ist der gleiche Ablauf wie bei der Frau Lange. Ne? Bereicherungsvorteil und wie durch Macht und Missbrauch der Position. Pass auf, lass uns mit der Lange reden. Vielleicht kriegen wir die auf unsere Seite gezogen und können sie als Lockvogel einsetzen. Wenn sie mitspielt, haben wir die beste Ausgangssituation. Dann wissen wir auch, ob die Frau auch mit da drin steckt. Die Beamten konfrontieren Heike Lange und ihren Sohn mit den neuesten Erkenntnissen. Um die Pflegekraft Gabi Krüger überführen zu können, haben Paul Richter und Stefan Sindera einen Plan. Und es gibt auch noch einige andere Opfer. Wie, es gibt andere Opfer? Es gibt andere Opfer, die auch gelitten haben wie Sie. Und von daher würden Sie uns da große Hilfe leisten. Krüger heißt der Mann. Ja, ich kenne ihn. Ja. Wir haben eine Idee und wir würden die ganz gerne mal mit Ihnen teilen. Wenn Sie bereit sind oder wenn Sie sich stark genug dafür fühlen, würden wir dem Herrn Krüger gerne hier in Ihrer Wohnung eine Falle stellen. Der weiß nämlich noch nicht, dass wir auf seiner Fährte sind. Ihr Sohn ist von vornherein mit dabei. Du kannst verhindern, dass das nochmal passiert. Und wir sind auch im Nachbarzimmer. Wir sind sofort da. Wenn irgendwas passiert... Wir sind hier auch mit mehreren Kräften. Wir sind hier nicht alleine. Ne? Also sobald wir merken, dass Ihnen das zu eng wird, dass der Ihnen zu nahe kommt, dann fliegen wir hier in 2 Sekunden von einem Zimmer zum anderen und schmeißen ihn aus dem Orbit. Ja gut, ja. Ich bin dabei. Ich möchte nicht, dass es noch mehr Opfer gibt und dass noch mehr Menschen leiden. Das möchte ich gerne verhindern. Und wenn ich da helfen kann, dann helfe ich. Ausgezeichnet. Kollege, installiert gleich die Kamera. Ich check den Funk. Eine Überwachungskamera soll die schamlosen Taten des Ehepaares dokumentieren. Aus dem Nachbarzimmer beobachten die Beamten das unfassbare Geschehen. Nun geh doch mal! Ja, was ist hier los? Komm, auf die Knie! Nein. Was ist hier los? Wer war da? Wer war da? Heike! Wo ist die Ambulanz? Wer war hier? Niemand! Erzähl, komm! Verarsch mich! Wem hast du was von uns erzählt? Also, erzähl! Niemandem! Ich denke, es wird Zeit. Nein, die Wut etwas ruhig zu stellen. Komm, bleib da. Polizei! Ist alles gut. Armin! Gehen Sie nach hinten. Weg mit der Spritze! Hab ich schon. Sicher. Finger weg! Alles gut. Finger weg! So, einmal umdrehen. Und jetzt stehen wir gemeinsam auf. Ziehen Sie ein Bein nach vorne an. Andere Hand auch noch. Und dann gehen wir nach oben. Und den Arm nach hinten. Raus. Direkt raus. Die Schnauze, doch. Hier hin, auch direkt raus. Übernehmt ihn. 22 auch raus. Okay, so. Die Krügers werden eine lange Zeit weggesperrt. Und viele Menschen sind ihnen dankbar für ihren Mut. Komm, setz dich hin. Setzen Sie sich. Der Sohn kann rein. Komm rein. Alles gut. Alles gut. Haben Sie gut gemacht. So muss laufen. Es tut mir so leid. Ich,
Ich war der größte Vollidiot. Ich bleib jetzt wieder hier. Ich brauchte einfach du Zeit. Du wusstest es doch nicht. Ja, trotzdem. Ich kann dich nicht 4 Wochen alleine. Ich bleib in Zukunft hier.